Wie war Ihr Einstand heute? Ja, der ist natürlich missglückt, wenn man 1-0 führt, bis in die 44. Minute dann als Verlierer vom Platz geht. Kann man natürlich nicht zufrieden sein, aber die Mannschaft hat alles probiert. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, dass das Engagement nicht da war. Natürlich haben wir in der zweiten Halbzeit immer so Fußball gespielt, wie ich mir das vorstelle. Und da haben wir noch viel Arbeit vor uns, dass wir wieder in andere Tabellenregionen kommen. Was können Sie genaueres zu dieser Arbeit sagen, die vor Ihnen liegt, im Detail? Ja, man hat ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass man immer klare Spielzüge von hinten raus hatten. Wir konnten uns dann meistens nur mit langen Bällen befreien. Die ersten 20 Minuten war das ja anders, da haben wir ja eigentlich das Spiel dominiert. Dann noch dem unglücklichen Treffer in der 44. Minute war es irgendwie wie ein Knick in unserem Spiel, der sich dann auch durch die zweite Halbzeit zog. Und es gibt natürlich viele Ansätze, die man besser machen können. Natürlich hoffe ich auch, dass der eine oder andere Spieler, der jetzt im Moment noch verletzt ist, zurückkommt. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir einfach eine kompaktere Spielanlage auf den Platz bekommen, nicht so anfällig sind in der Defensive und natürlich auch eine bessere Torchancenverwertung in der Offensive haben. Wie ist Ihr Eindruck von dem Potenzial in der Mannschaft? Ich habe einen guten Eindruck von der Mannschaft. Wie gesagt, ich bin jetzt erst eine Woche hier. Ist natürlich schwierig, wenn man keine gemeinsame Vorbereitung zusammen hat. Ich muss den einen oder anderen noch näher kennenlernen. Man muss ja auch manchmal dann sehen, wie verhält sich der Spieler im Wettkampf. Da habe ich keine Erfahrung mit der Mannschaft. Und ich denke, es gibt wirklich viele Punkte, wo wir uns verbessern können, um dann wieder erfolgreicher zu sein. Was hat Sie dazu bewegen, ansonsten zum SV Spielberg zu kommen? Ja, ich habe die Mannschaft ja vorher 2-3 Mal spielen sehen. Ich denke, das Potenzial in der Mannschaft ist okay. Und ich denke, dass man da vielleicht das schaffen kann, einen einstelligen Tabellenplatz in der Oberliga hinzubekommen. Die Gesamtsituation, die ist einfach eine schwierige, weil man einfach als Regionalliga-Absteiger überall dann als Favorit gesehen wird. Und das müssen wir aus den Köpfen bekommen. Wir sind jetzt Oberliga und jetzt gilt es sich der Oberliga zu stellen und nicht von vergangenen Zeiten da zu träumen. Haben Sie sich schon Gedanken über den nächsten Gegner, die Stuttgarter Kickers 2, gemacht? Nein, Gedanken nicht. Ich habe mir heute Gedanken um den Balinger SC gemacht. Ich habe aber die Stuttgarter Kickers letzte Woche beobachtet, selbst persönlich, weil wir natürlich jetzt dann nochmal ein Video von denen anschauen und dann hoffe ich halt, dass wir das schaffen, 3 Punkte zu machen. Herr Hogan, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke Ihnen.